Hier ist Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Uta Rindfleisch im Programmteil Kulinarisches Taiwan. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute will ich Ihnen Rezepte mit einer Herbstfrucht vorstellen. Die Frucht reift tatsächlich im Sommer, genauer gesagt im August, doch danach wird ein Teil der Ernte getrocknet, um ihn haltbar zu machen. Es handelt sich um Longanen und heute will ich also Rezepte mit getrockneten Longanen vorstellen. Während Longanen auf Chinesisch Longyan, Drachenaugen heißen, werden die getrockneten Longanen Guiyuan genannt. Traditionell werden Guiyuan hergestellt, indem man die Longanen mit Hilfe von Holzfeuer langsam trocknet. Dafür werden die Longanen nicht zuerst geschält, sondern zusammen mit der Schale getrocknet. Wenn man eine Longane nimmt, sie schält und zusammen mit dem Kern in den Mund nimmt, die Süße der Frucht zusammen mit etwas Rauchgeschmack sich auszubreiten beginnt, dann wird man verstehen, warum die traditionelle Methode der modernen, für die elektrische Öfen verwendet werden, überlegen ist. Mit der traditionellen Methode benötigt man für das Trocknen der Longanen 5 Tage. Zunächst werden die Longanen an den Stielen für einen Tag getrocknet. Dann wird das Feuer ausgemacht und die Longanen werden von den Stielen abgenommen und in den Trockenkorb im Ofen zurückgelegt. Dann wird wieder neu Feuer geschürt. Beim Trocknen muss man die Longanen immer wieder umwenden, damit sie gleichmäßig trocknen können. Wenn sie so über mittlere Hitze 2 Tage getrocknet wurden, wird das Feuer auf kleine Flamme reduziert und die Longanen noch 2 Tage weiter getrocknet. Bei diesem Vorgang wird das ursprünglich durchsichtige Longanenfleisch schwarzbraun. Getrocknete Longanen wurden ursprünglich vor allem in süßen Dessertsuppen verwendet. Doch nun werden immer mehr Möglichkeiten gesucht, wo man diese Frucht einsetzen kann. Eine der beliebtesten ist in Guiyuan-Becherkuchen mit braunem Zucker. Als Zutaten benötigen Sie 130 Gramm braunen Zucker, 100 Gramm Mehl mittleren Glutengehalts, 25 Gramm Klebreismehl, 2 Gramm Soda, 60 Gramm Wasser, 25 Gramm Reismehl, 5 Gramm Backpulver, 40 Gramm Milch, 40 Gramm Olivenöl, 3 Eier, etwas weißen Sesam und etwa 60 getrocknete Longanenstücke. Das müssen nicht 60 Longanen sein, sondern Longanenstücke, also kleingeschnittene Longanen. Die Zubereitung: zunächst alle Zutaten abmessen und bereitstellen. Dann den Zucker in einem kleinen Topf mit dem Wasser vermischen und auf kleiner Flamme so lange unterrühren köcheln, bis sich der Zucker ganz aufgelöst hat. Das Zuckerwasser dann abkühlen lassen. Alle trockenen Zutaten mischen und in eine Schüssel geben. Dann nacheinander die Milch, das Zuckerwasser, die Eier und das Olivenöl darunter geben und jeweils gut vermischen. In ein Muffinblech die Muffinförmchen geben und den Teig vorsichtig hineinschütten, sodass die Förmchen zu etwa 70% voll sind. Die Longanen gleichmäßig jeweils auf den Teig legen. Man kann sie auch ein wenig in den Teig hineindrücken. Würde man sie jedoch von Anfang an unter den Teig mischen, dann würden sie auf den Grund der Förmchen sinken. Die Becherkuchen werden nun nicht in den Backofen gegeben, sondern gedämpft. Man gibt dazu ausreichend Wasser in den Wok, gibt den Dampfeinsatz darauf und das Muffinblech hinein. Bei großer Hitze 18 Minuten dämpfen. Dann die Kuchen aus dem Blech herausnehmen und abkühlen lassen. Noch heiß mit dem Sesam bestreuen. Als nächstes möchte ich Ihnen ein altes Rezept vorstellen, bei dem Guiyuan zusammen mit Gouzi verwendet werden. Den Guiyuan sagt man nach, dass sie blutbildend sind und die Nerven beruhigen können. Sie sollen auch den Blutkreislauf anregen.
Das nun folgende Omelettrezept ist vor allem für Frauen, die gerade ihre Periode haben, oder für Wöchnerinnen sehr geeignet, aber auch für jeden, der an Blutarmut leidet. Es handelt sich um Omelett mit Teeöl, Goji und Guiyuan. Sie benötigen 3 Eier, am besten natürlich von freilaufenden Hühnern, einen Esslöffel Goji, also die Superbeere, 1,5 Esslöffel bitteres Teeöl, 2 Scheiben Ingwer und 12 getrocknete Longanen. Falls Sie kein Teeöl haben, können Sie auch anderes verwenden. Es ist dann vermutlich nur nicht ganz so gesund. Darüber hinaus brauchen Sie noch eine Prise Salz. Den Ingwer klein hacken, die Goji waschen und in warmem Wasser einweichen. Die getrockneten Longanen schälen, entkernen, ebenfalls etwas einweichen und dann klein schneiden. Die Eier verkleppern, die abgetropften Longanen und Goji sowie die Prise Salz darunter mischen. Eine Pfanne erhitzen und das bittere Teeöl hineingeben. Bei mittlerer Hitze den Ingwer darin duftend anbraten, dann die Eiermischung darüber geben. Auf beiden Seiten goldgelb ausbraten, dann herausnehmen und servieren. Ich finde, das ist ein super Rezept für einen schönen Brunch. Nun machen wir auch Brot mit Guiyuan, also getrockneten Longanen. Dazu benötigen wir 265 Gramm Mehl mit hohem Glutengehalt, ein Eiweiß, 30 Gramm braunen Zucker, eine Prise Salz, 140 Gramm Milch, 4 oder 5 Gramm Trockenhefe, 20 Gramm weiche Butter und je nach Belieben Guiyuan, Walnüsse und oder Rosinen. Alle Zutaten miteinander gründlich vermischen. Man kann dafür auch gerne die Küchenmaschine oder, was ich gern auch mache, die Brotmaschine verwenden. So lange weiterkneten, bis der Teig schön glatt ist. 1 bis 2 Stunden an einem warmen Ort gehen lassen, bis der Teig doppelt so groß ist. Dann durchkneten und in 3 Teile teilen und noch einmal 15 Minuten gehen lassen. Die 3 Stücke jeweils zu einem Rechteck ausrollen, je nach Belieben Guiyuan, Walnüsse und oder Rosinen darauf geben. Zusammenrollen und die 3 Stücke eng nebeneinander gepresst auf ein Backblech geben. Bei 180 Grad 35 Minuten backen. Man kann den Teig aber auch als Ganzes ausrollen, mit Guiyuan, Walnüssen und Rosinen belegen, zusammenrollen und in eine Form für Toastbrot geben. Dann, wie eben gesagt, backen. Wie wäre es, wenn Sie dieses Brot zu Datteltee mit Guiyuan essen? Dazu benötigen Sie getrocknete rote Datteln, Guiyuan, Kandiszucker, Honig und natürlich Wasser. Die Datteln waschen mit einem Messer, halbieren und den Kern entfernen. Die Guiyuan schälen und ebenfalls entkernen. Die Datteln, Guiyuan, den Kandiszucker und das Wasser in einen kleinen Suppentopf geben. Auf großer Flamme zum Kochen bringen und dann auf kleine Flamme zurückschalten. Etwa 30 Minuten köcheln lassen, bis das Wasser reduziert ist. Während die Masse weiterkocht, mit einem Stampfer zu Mousse stampfen und das austretende Wasser weiter reduzieren. Die fertig gekochte Masse mit etwas Honig vermischen und in ein sauberes Glas geben. Vor dem Trinken etwa 10 Gramm herausnehmen und mit warmem Wasser aufgießen. Diesen Tee sollten Sie trinken, wenn Sie bei der Arbeit unter großem Druck stehen oder wenn Sie unter Gedächtnisschwund leiden. Er ist auch gut für Leute, die häufig erkältet sind. Ich bin sicher, wenn Sie diese Herbstrezepte ausprobieren, dann verbreitet sich in Ihrer Wohnung schon eine vorweihnachtliche Stimmung. Das war's für heute aus dem Programmteil Kulinarisches Taiwan auf